Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Chaos-Kanal von Svenny, ne? Ne, Hermanns Eck. Malheur ist gleich beseitigt. Dann geht's los. Hexe. Und das war's mit dem Malheur. Haben wir den Wagen hier weggestellt? Klapp dich mal ein. Morgen weggestört. Ach, können auch eben den Stall heizen. Soll egal jetzt. Passen wir jetzt wohl durch, oder? Ja, läuft. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wo stellen wir dich hin, dass du gleich direkt im Weg stehst? Ne, du musst hier hin. Wir wollen eben Frischmaishexe. Dass das Thema auch erledigt ist. So, du kannst hier eben wohnen. Ne, ich brauche den. Den brauche ich. Ja, mach mal ihn. Letzten Rest hier rausruppen. Danke. Der Hexer jetzt alleine da vorne? Ja, schicke ich fein ihn, ne? Probieren wir. Brauchen wir nämlich nicht immer extra umtütern und dies und das, wenn der da alleine eben dran lang zucken kann? Hätte echt Vorteile, ne? Probieren wir. Versuch mal klug. Halt mal eben hier an. Wir brauchen aber auch ein Bild, ne? Ich habe eindeutig zu viele Maschinen, ne? Oh. Das ist der Hobby. Man macht doch nie aus, Sven! Wo warst du so lange? Habt ihr vermisst? Ganz ehrlich. Helga an Bord, ne? Die fährt wie der letzte Henker. Kannst du nichts gegen machen, ne? Triffst du? Hoffentlich reicht das überhaupt von... Boah, da kommt nicht mehr viel zusammen, ne? Macht's aber ganz gut, ne? Hätte das schon schlimmer vorn sehen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das Gedrehe ist nicht so schicki vorne. Drehen wir um. Hier die Röhre. Geht das los hier, Helga? Helga, gib Gas, Kühe am Schmach. Hat nicht jeder den ganzen Tag Zeit wie du. Kaffee trinken. Mit Tussis labern. Ne, wir müssen hier auch ab und zu mal arbeiten, Helga. Hat's nicht leicht mit Helga, ne? Und als ihr dir damals 50 rote Rosen da geschenkt hat, war denen ist ganz an End. Kannst vergessen. Ja, den kannst vergessen. Hat die nur noch Herzchen da. Oh, hier ist noch eine Feldausfahrt. Cool. Der Herr Yogi hat hier noch eine hingemappt. Cool, cool, cool. Habe ich noch gar nicht erkannt. Hallo, hier ist die. Die Musik. Tante Helga.
kommt echt nichts mehr zusammen, ne? Das wäre echt nur fiese mähen. Nur ab in den Stall mit Gemüse. Nicht, dass unsere Kühe hier noch einen Hungertod sterben, ne? Oder irgendwie mit den Schildern durch den Stall rein. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Das geht ja nicht. Ja, kannst vergessen. Oh, kommen wir da rum? Ich hätte vielleicht keinen Frontlader-Schlepper nehmen sollen, aber der war frei. Außerdem hing der noch vom Wagen. Frische Demeise! Oh, ne, hier haben wir keinen Seasons drin. Es war so klar, dass du speichern musst. Kühe. Kuhstall. Boah, guckt euch mal das an. Da ist nix drinne. 60.000 Liter, nix drinne. Hey, der Witzke. Was sind das für Dimensionen, ey? Leck mich fett, du. Krass, oder? Wie soll ich das ausdrücken, ohne dass das falsch klingt? Kann man das nicht irgendwie mal anders machen oder so? Ich finde das echt übertrieben, diese Dimension, die man da reinknallen soll. Kann man das mal jemand ändern, dass man die zum Beispiel alle 3 Tage füttern muss und dann nicht so viel? Finde ich viel besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sowas echt übertrieben, oder... Die meisten Futtermittel zum Beispiel jeden Tag reinfahren. Dass man morgens dann sagt, hier so ist Stallzeit oder abends, dass man sich das einteilt. Dann fährt man da 10.000 Liter rein. Von jedem zum Beispiel. Und dann ist gut. Also das finde ich echt übertrieben. Haben stellenweise nichts mit Realismus und sonst was zu tun. Oder generell. Selbst 10.000 Liter sind viel zu viel. Aber ich finde, das müsste man echt mal anpassen. Das stört mich auch für Thalbach auch schon, aber die Thalbach ist ja eh raus. Weil der 22er jetzt kommt. Und Leute, ich habe 3 Seasons-Projekte drin, ich muss auch irgendwie mal zu Potto kommen, ne? Das ist halt das Problem, aber... Ich mache dem Yogi auch gar keinen Vorwurf, woher soll der das wissen, ne? Aber... Das ist echt übertrieben. Dann sollen sich doch die Mapper lieber Zeit nehmen und dann sagen, hier, hör mal zu, du fährst nur das und das an Futter rein, aber muss jeden Tag füttern. Wäre doch viel schöner. Bin ich ganz ehrlich. Das liebe ich an den Holzer-Maps. Oder an der Holzer-Map oder so. Da bist du gezwungen, jeden Tag zu füttern. Weil du auch gar nicht die Mengen da reinfahren kannst. Das gefällt mir echt viel besser. Aber kann auch nur sein, dass ich das so sehe. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber... Pff. Ich weiß, das sind für 10 Tage. Ich müsste das da auch nicht reinfahren, aber... Ein bisschen grün willst du es ja auch haben, ne? Von wegen die Schönheit. Ich mag lieber grüne Balken. No. Ja, ist auch nicht mehr viel über, war Helga? Komm gleich wieder, Helga. Ach, von hier lang. Weil es so schön ist. Hammerhart. Ja, ihr habt's gut, ne? Shit, ich hab euch vergessen einzuschmieren mit Sonnenmilch. Oh ne, muss ich gleich noch machen, ne? Ja, wenn wir hier fertig sind, dann schmiere ich euch eben mit Sonnenmilch ein. Nicht, dass meine kleinen Schweinchen noch Sonnenbrand kriegen. Ja, euch geht's gut, ne? Guck, Henry ist auch da. Der Henry, meine Pedale. Die rutschen in letzter Zeit andauernd. Oh, meine Leer hier. Ja! Matten!
Hier, lecker Frischmais. Teuer erkauft. Hat Helga gehäckselt. Also, ja, ganz viel Liebe hat Helga gehäckselt. Ja, 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 ja. Helga und ganz viel Liebe gehäckselt. Die war total schickifeini drauf, dass die den Hyundai-Drescher Häcksler fahren darf. Sonst hätte ich die auch gar nicht gesehen. Sonst wäre die auch gar nicht aus der Bude rausgekommen. Ist Helga live. Live und in Farbe. Moin, meine schicken Schweinchen hier. Helga, gib Gas, ich bin schon da. Komm, gib Stoff. Kühe am Schmack. Außerdem fängt doch gleich deine Serie an. Der Butler und das liebe Vieh. Ja, guckt Helga ganz gern, ne? Frisst hier auch nicht vor der Glotze weg. Und streikt hier auch immer, was das Arbeiten angeht. So, Frischmäus, check. Fehlt nur noch Kleesilage, aber wir müssen auch mal so langsam bald anfangen zu ernten, aber die Fläche müssen wir auch jetzt noch leer räumen, ne? Echt uncool. Ja, auch nicht viel. Fahr los! Komm, gib Gas da! Ey, den musst du alles fünfmal saugen in letzter Zeit. So ist das. Da haben wir auch schon mal einen Checkhaken hinter der letzten Rest, den lassen wir da stehen, ey. Shit-Trupp. Konnten sich die Versorne holen, damit die Jäger auch was zu tun haben, ne? Können wir vielleicht noch einen schmalen Taler mit verdienen, ne? Eigenjacht hier auf Hermanns Eck? Ja, ich hab doch alles schon erledigt fast. Mädels, ihr seid auch nur am Rummosern, ne? So, du kannst hier eben stehen bleiben. Eben den Hyundai wegräumen. Vor allem, wo stellen wir den hin? Wo wohnst du? BGA? Ist auch kein Platz, ne? Mal dieses Feld aus Fort. Wir brauchen dich doch eh jetzt immer wieder. Jetzt kommen wir gar nicht drum rum. Da passt du wahrscheinlich gar nicht rein, ne? Ah, da hinten ist noch Platz. Da ist ja noch Platz. Ha! Gut, dass ich mir so ein Gleichsitzblitz hatte, ne? Selten, aber wahr. Hier ist noch Platz. Da, hinten in der Schoppe. Hier, hier, hier. Guck mal, guck mal. Svenny, du hattest ein Gleichsitzblitz. Hoffentlich wird das nicht an der Tagesordnung. Ne, weiter geht eh nicht. Perfekt. So, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, fühle ich mich echt über ein Däumchen, freue mich, ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!